Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Ben und ich werde versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Yannick hat über die FBA Seller Academy geschrieben, welches er mit 4,3 Sternen bewertet hat, und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Die FBA Seller Academy ist ein Videokurs, den man online absolviert und der sich mit dem Verkauf von physischen Produkten beschäftigt. FBA ist ein Programm, welches von Amazon angeboten wird. Der Kurs zeigt also, wie man sich mit Hilfe von Amazon selbstständig macht, um dort Produkte zu verkaufen. Die FBA Seller Academy kommt von der Fertsch GmbH, Geschäftsführer ist Lukas Manko. Lukas Manko hat mit 19 Jahren das erreicht, wovon nur viele träumen können. Der Online-Unternehmer hat bislang diverse Sachen erfolgreich an den Start gebracht. Neben der FBA Seller Academy betreibt er beispielsweise auch seinen Podcast Level Up, wo er zusammen mit Hannes Ungerer über Erfahrungen, Fehler und Erfolge im Onlinehandel spricht. Dazu werden auch andere Unternehmer interviewt und mehrmals im Monat kann man sich dort kostenlos anhören, was er und sein Freund zu sagen haben. Dabei kann man wertvolle Tipps für sich selbst herausfischen, die das eigene Unternehmen weiterbringen. Bevor ich nun auf den Inhalt komme, möchte ich noch kurz erklären, was Amazon FBA überhaupt ist. FBA steht für Fulfillment bei Amazon und gemeint ist, dass man auf Amazon direkt seine Produkte vertreibt und, wie das Wort sagt, seine Erfüllung findet. Dabei muss man sich lediglich darum kümmern, Produkte einzukaufen und den Shop zu gestalten. Das heißt, Produktbeschreibungen, Fotos von Produkten müssen vom Verkäufer kommen. Lagern kann man die Produkte direkt bei Amazon, die auch den Versand übernehmen. Für diese Leistung ist natürlich eine Gebühr zu zahlen. Der Kurs besteht aus 6 Modulen und einem Bonusmodul. Die FBA Seller Academy wird ständig erweitert und es werden Inhalte hinzugefügt. Das erste Modul ist eine Einleitung in das Thema, wo Begriffe erklärt, eine Motivationsrede von Lukas Manko gehalten und unter anderem Tipps gegeben werden, wie was man bei der Gewerbeanmeldung beachten muss. Auch ein paar steuerrechtliche Dinge werden angesprochen, was besonders für all die wichtig ist, die noch nie ein eigenes Gewerbe betrieben haben. Im zweiten Modul geht es um die Produkte, die man zukünftig verkaufen möchte. Das heißt, zunächst wird gezeigt, wo man günstig Sachen einkaufen kann. Außerdem gibt Lukas Manko noch ein paar Tipps zu den Kriterien, welche ein Produkt erfüllen sollte, zur Produktanalyse und wie man generell die Risiken und die Kosten minimieren kann. Das dritte Modul beschäftigt sich mit den Fragen, wo finde ich einen Hersteller, wie erstellt man ein Logo und Designs für die eigene Marke und wie bekommt man eine EAN-Nummer. Außerdem gibt es noch Wissenswertes zum Thema Verhandlung mit den Händlern und zum Prozess der Geldüberweisung. Modul 4 behandelt den Importvorgang. Wann lohnt es sich, einen Logistiker einzuschalten? Wann sollte ich per Air Express liefern lassen? Was muss ich vorbereiten? Das fünfte Modul geht dann genauer auf Amazon ein. Hier geht es vor allem darum, in seinem Seller Central alles richtig einzustellen und was beim Einpflegen des Produktes zu beachten ist. Denn auch bei Amazon gibt es ein Ranking und bestimmte Merkmale führen eben dazu, dass das Produkt ganz oben bei den Suchergebnissen angezeigt wird. Dafür muss man unter anderem zum Beispiel darauf achten, wie man sein Produkt benennt und beschreibt. Weitere Themen sind die Qualitätskontrolle, wie man die Produkte zu Amazon schickt und es wird eine Rechnungssoftware vorgestellt, die zwingend notwendig ist. Das letzte Modul führt uns zum Launch des Produktes. Aber es geht noch weiter, denn die Produkte wollen optimal beworben werden. Deshalb spielen PPC, Pay per Click, SEO, eine Suchmaschinenoptimierung und Keywords hier eine bedeutende Rolle. Weiter geht es mit der Verpackungslizenzierung, der Betriebshaftpflichtversicherung, was man bei den Steuern beachten muss. Die Follow-up-Strategie wird erklärt und Lukas Manko beschreibt, wie man an die E-Mails der Kunden kommt. Die Bonuslektionen umfassen Themen wie Patente, einen eigenen Online-Shop, Produktverpackungen, Support, Traffic und vieles mehr. Die Videos haben teilweise eine Länge von über 30 Minuten. Insgesamt kommt man auf mehr als 26 Stunden Videomaterial, was man durcharbeiten kann. Außerdem kann man jederzeit auf eine Liste mit den vorgestellten Tools und Vorlagen zugreifen, sowie den Support kontaktieren, falls man weitere Fragen zum Kurs hat. Auch die ganzen YouTube-Videos, die sich mit FBA beschäftigen, sind im Kurs verlinkt. Was kostet die FBA Seller Academy? Für den Kurs muss man einmalig 329 Euro hinblättern. Oder man zahlt 4 Raten in Höhe von 82,25 Euro.
Es gibt ein Rückgaberecht von 14 Tagen. Das heißt, bei Unzufriedenheit im Laufe der 2 Wochen kann man sein Geld zurückverlangen. Dies wird aber nicht vorkommen, da ich mir zu 100% sicher bin, dass dir der Kurs gefallen wird. Nach Bezahlung über den DigiStore 24 stehen einem die ersten 4 Module sofort zur Verfügung. Modul 5 und 6 sowie das Bonusmodul werden erst nach 2 Wochen freigegeben. Yannicks Erfahrungen mit der FBE Seller Academy. Lukas Manko zeigt sehr detailliert und umfangreich, wie man sich ein fast passives Einkommen aufbauen kann. Hier muss allerdings jedem klar sein, dass man ein Startkapital braucht und dieses, wenn möglich, höher als 500 Euro sein sollte. Fast ein Passiveinkommen ist es, weil man sich ja trotzdem noch um Bestellungen, das Aussuchen der Produkte und um die Qualitätskontrolle kümmern muss. Wenn man sich aber erst einmal einen Pool an vertrauenswürdigen Händlern aufgebaut und seine Nische gefunden hat, dann ist man sehr gut aufgestellt und es ist möglich, fast alles zu automatisieren. Die FBE Seller Academy funktioniert also sehr gut, wenn man sich anfangs reinhängt und Lukas Manko erklärt wirklich alles, was man braucht. Er dreht quasi jeden Stein 2-mal um. Die Videos sind teilweise so lang, dass ich mich selbst dabei erwische, wie ich häufig in der Zeit springe, wenn ich ein Thema schon verstanden habe und weiterkommen möchte. Also, für jeden, der wirklich am FBE interessiert ist und der von Grund auf eine Anleitung braucht, für den ist die FBE Seller Academy bestens geeignet. Für Fortgeschrittene wird es wahrscheinlich nicht der passende Kauf sein. Auch wenn doch viele Tipps dabei sind, die vielleicht noch unbekannt waren, aber ausgerichtet ist der Kurs eher vom kompletten Anfang bis zum Ende. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Das hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, hoffentlich bis bald. Das war der Ben von Produkt-Kenner.de.